Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Im letzten Part haben wir Sarah kennengelernt, aber sie wurde zu Kristall. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube, es ist eine gute Sache. So, und jetzt sind wir wieder vollzählig. Snow und Lightning sind sich begegnet und Sass ist auch dabei und die Kinder sind dabei. Hope und Benil. Und ja, jetzt geht's weiter. Da wir zu dritt sind, ist natürlich sehr gut. Mehr Schaden. So. Kristallträne. Aber hier ist nämlich noch eine Kiste. Die würde ich gerne mitnehmen. 5 Heiltränke. Die werden wir jetzt bestimmt brauchen. Weil jetzt gibt es ein Battle. Sarah's a crystal now. You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go! Please, turn her back. I'll be your Lassie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sarah told us to save Cocoon. That means this thing needs to die. What? Ja klar, greif mir einfach mal eine Gottheit an. Oder was auch immer das sein soll. Das ist der erste richtige Bosskampf. I'm doing this for Sarah. Dodge. I'm in. As long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks. Let's go. Also, wen haben wir hier? Den False Anima. Gut, über seinen Zustand wissen wir nicht Bescheid, aber er hat ein rechtes Segment und ein linkes Segment. Ich glaube, es wäre schlauer, sie zuerst zu besiegen. Dann kann er uns nicht mehr so krass angreifen. So, zum Glück haben die Dinger auch nicht so viel Leben. Aber Lightning ist jetzt schon fast down. So, jetzt versucht er sich zu regenerieren, jetzt können wir ihn angreifen. Also sein Hauptkörper. So, ich würde mich kurz zielen. So. Weil 200 TP sind echt nicht viel. Okay. Ich glaube, seine Arme sind wieder da. Das heißt, es wäre wieder schlau, sie zu besiegen. So, Jungs. Dann mal ran an die Dinger. So. Und wir können ihn wieder angreifen. Sehr schön. Nur ob das so schlau ist, ihn zu töten? Ich weiß es nicht. Aber wir haben sowieso keine Wahl. Er lässt uns nicht gehen.
Oh shit. So. Was heißt das? Oh. Weg damit. Okay. Noch geht's. Nochmal healen. So. Wenn Teammates sterben sollten, sind sie kampfunfähig und sie können uns nicht mehr helfen. Aber es ist nicht so schlimm, wenn, als wenn der Charakter stirbt, der gesteuert wird. Also sollte Lightning jetzt sterben bei mir, sind wir Game Over. Das ist immer der Charakter, den wir gerade spielen. Als kleine Randinfo. Aber er hat jetzt sowieso keine Chance mehr. Er ist nämlich tot. 5 Sterne, sehr gut. Ärzte wissen. When I couldn't see a future, and I was afraid. When the future was clear, and it hurt to see, I'd just close my eyes and lose myself in happier days. Speichern. Sehr heftig, wir wurden zu Lassie. Wenn man das richtig gesehen hat. Und der Falsi ist tot. Das ist jetzt die Vergangenheit. Tag 11. Küstenstadt Bodom. Ah.
Making a wish? Maybe I was. I was hoping that tomorrow I can tell my sister. She'll be so mad, knowing I hid it from her. Yeah, don't worry. I'll take the blame for you. You know, you should ask for something bigger. These are wish-granting fireworks, like in the stories. Stories, huh? We'll see who fulfill their focus. They become crystal and gain eternal life. Would help if they gave you some clue about what you're supposed to do. We'll figure this thing out. You will never be one of those monsters. So what will I be? A crystal? Yesterday at the store, I got us something. I don't know much about jewelry, but I hope you like it. I will stand by you, no matter what happens. I'm yours forever. Sarah. My one, my only. Will you marry me? Yes. She said yes! Gotta love these fireworks. They granted my wish. Your wish? Before I asked you to marry me, I wished that you would say yes. Then maybe they'll grant mine, too. What's that? To have the courage to tell Lightning that I've become a Lassie. Hey, our engagement is way bigger news. Man, I can't wait to see her face. She'll be my new sister. Yeah. Whoa. Snow? Yeah. What? That was close. Thank you, Snow.